wir hier was finden. Oh, das hier rufen wir. Oh, das nehmen wir mit. Nichts. Können wir hoch? Ich bin gerade so angespannt noch nebenbei. Sollten wir rüber? Sollten wir dann mal rüber gehen? Ein Tier oder so? Keine Ahnung. Weiß nie, ob das Ambient-Sounds sind oder echte Tiere. Sind anscheinend nur Ambient-Sounds, hier ist zumindest nichts. Auch gleich dunkel, das ist ein bisschen doof. Weil ich finde hier nichts. Auch in der mindestens noch Stöcker. Hier ist ein kleiner Stock. Will die umhauen? Nein. Das ist nicht Minecraft, das ist nicht Ark. Können wir nicht. Wir können aber die Liane nehmen. Gut. Jetzt haben wir einen Seilhalter gelernt. Oh, hier ist ein Vogelnest, sehr schön. Damit können wir schon mal potenziell ein Feuer entfachen, wenn wir das ins Fach und Werkzeug hätten. Nehmen auf jeden Fall mitnehmen. Stock, Stock, Stock auch mitnehmen. So, N. Herstellen. Ich weiß nicht, ob ich es aus dem Kopf kann. Das hier. Das hier. Nein, keine Fackel. Gibt ein Obsidian? Ja. So. Jetzt haben wir eine Axt. Und können Bäume fällen. Das machen wir aber in der Nähe unserer Base. Das machen wir jetzt nicht einfach irgendwo. Was sagt unser Essen? Noch okay. Ich hoffe mal, Bananen geben uns ein bisschen Flüssigkeit. Geben die Flüssigkeit? Ich glaube schon. Pilze. Die nehmen wir auch mal. Wir wissen nicht, was die tun. Das will ich haben. So. Wo ist denn meine Base? Da. Da oben. So. Lege ich jetzt erstmal hier ab. Mit Q. Ja. Nice. Auch auf jeden Fall nehmen wir ihmchen hier. So. Sehr gut. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Stöckers. Liane. Den brauche ich gerade nicht, der kann weg. Gibt auch noch einer. Da lag auch noch einer zwischen. So. Können wir das bauen? Haben wir genug? Ja. Lange Stöcke haben wir auch. Wenn wir dran kommen. Ja, bitteschön. Haben wir noch einen? Nee, nur Holzscheite. Dann würde ich da tatsächlich einmal dran sammeln. Ich weiß nicht, was wir kriegen. Stöcke und ein Feuerbrett, okay. Ganz ehrlich, mache ich gleich nochmal. Ich brauche noch einen langen Stock, das heißt, ich muss noch einen von den Pinnen hier wegmachen. So. Langer Stock. Bitteschön. So, was brauche ich hier? Lianenseile. Palmenblatt. Das haben wir schon nie. Haben wir Palmenblatt? Wir haben Bananenblatt. Palmenblätter brauchen wir aber. Und die hier? Nee. Gehen die hier? Ja, die gehen. Sehr gut. Bitte schön. Den Rest noch hinnehmen. Shelter ist mit das Wichtigste beim Survival. Ohne Shelter nichts guter Schlaf. Ohne Schlaf nichts Energie. Zeit, wenn er irgendwann mal irgendwo festsitzt, nimmt auf jeden Fall als erstes im Angriff einen Shelter zu bauen. Da ich finde, zumindest halbwegs trocken hält und halbwegs schützt.
Auch immer noch mehr von den Blättern. Noch eine von denen, da ist noch eine. Sehr gut. Damit haben wir den ersten Teil schon mal halbwegs erfüllt. Packe ich jetzt alles mal hier an die Seite. Falls müsste jetzt auch genug sein. Sehr gut. Dann N. Herstellen. Hätte ich gerne das Feuerbrett und eins von den Stöckern. Okay, brauche ich ein Seil dazu? Nee. Lass mal jetzt wieder einsammeln, danke. Brauche ich den kleinen Stock? Okay, ich brauche den kleinen Stock. Zack. Und da kann ich jetzt mit Handbohrer benutzen. Und will ich das? Ich habe nichts zum Nutzen dabei. Ich würde gerne, bevor wir jetzt schlafen gehen, einen langen Stock noch finden, aber ich finde den nicht. Gehen erstmal schlafen, das ist mir zu gruselig. Deswegen können wir dann einmal speichern. Der schläft normalerweise so lange durch, bis er fit ist. Meistens, wenn er zu früh schlafen geht, bleibt er jetzt wie ich mitten in der Nacht wach. Wenn es doof ist, regnet es auch noch. Ich habe jetzt gerade Glück. Mir regnet es nicht. Der hier, den ich kaputt gemacht habe, ne? Ja. Der ist so noch schräg weggefallen. Ein Stock. Noch ein Stock. Nur ein langer Stock. Feind. Ne, da ist noch einer. Herstellen. Hier will ich einen Speer draus machen. Ich würde mal gucken. Den werfen. Waffenwurf mit mittlerer Maustaste. Ob ich da unten was von den Fischen kriegen kann. Theoretisch sind Fische mit am einfachsten am Anfang, auch im Real-Life-Survival. Breche ich das ab? Mit R. Besser, ich sehe nicht mehr. Haben wir? Wir haben ihn. Nice. Also das ist natürlich jetzt nicht das Einfachste, aber ohne Schnecke. Besser geht's nicht. Wir trinken jetzt einmal. No, bad idea. Ach, scheiße. Natürlich direkt wieder. Solange wir es nicht abkochen können, irgendwie müssen wir trinken. Wir gehen jetzt erstmal hier ein Feuerchen machen. Großer Stein, sehr gut. Den würde ich glatt nochmal nehmen. Dann würde hier eine Falle hinbauen. Wo ist das denn? Hier unten war das. Drei kleine Stöcke, ein Seil und ein großer Stein. Direkt hier an der Base. Wo ist der große Stein? Da. Ein Seil, so. Frage, was packen wir da hin? Ich packe da meine Seerosenblüte hin, die brauchen wir, glaube ich, am ehesten gerade nicht. Dann würde ich gerne... Oh, noch ein Obsidian. Sehr cool. Ich gerne gewusst, bevor ich den Speer gebaut habe. Dann würde ich gerne... N. Rucksack. Essen. Ich esse jetzt den unbekannten Pilz mal. Der gibt uns Energie und Kohlenhydrate, okay. Der hat jetzt einen unbekannten, von uns unbekannten Namen. Könnten wir jetzt benennen. Aber ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Ja. Ganz wichtig beim Feuer machen, dass man genug Energie hat. Da geht gut ein Viertel, über ein Viertel runter. Groß. So, und ich würde jetzt, kann ich die Banane kochen? Nein. Schade. Wir können die Schnecke hier kochen. Und, Moment, N.
Ich habe noch den Fisch. Da sammle ich jetzt. Dann habe ich ja Fischfleisch eigentlich. Oder diese Schuppe. Grete, das Fleisch, da war es doch. Ja, genau, das wollte ich. Mehr Fleisch und die Schnecke braten. Da läuft jetzt das Bildchen einmal ab, dann ist das gebraten. Und es regnet. Noch nichts reingekommen? Mal noch so ein bisschen herumgehen. Und mal gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles finden. Ich glaub's aber fast nicht. Nee. Also unser Weg führt uns dann nachher darüber. Ich würde das Zeug erstmal gerne kochen. Speichern und dann würde ich los. So, das Fischfleisch ist gleich fertig. Richtig fishy. Nehmen wir das andere noch. So. Wir gucken mal auf unsere Uhr. Pette sieht nicht gut aus. Den Pilz können wir aber noch mal essen. So. Braucht noch einen Namen für den Pilz. Wir warten jetzt, bis das Fleisch noch durch ist und die Schnecke. Dann gehen wir ein bisschen schlafen. Obwohl, actually, Energie sieht gut aus. Und wir haben irgendwas. Da auf unserer Leiste unten. Hier. Wir sind dreckig, wir müssen uns waschen. Gerade infektionsbedingt. Wir haben die zwei Parasiten. Cool. Dan schreibt gerade arg Sachen im Chat. Weil du ein Piranha-Problem hast. Ja. Piranha ist zähm, nee, nur mit dem Fischbasket. Ist das verbrennt? Gute Frage, was machen wir damit? Gute Aussage. Da wird sich am ehesten halt irgendwas, hier so Hesperonis oder so, die One-Hitten ja Fische. Wird sich da, glaube ich, am ehesten anbieten. So, wir haben jetzt Essen. The fuck. Ah, habe ich mich gerade erschrocken. Zum Schlafen. Ich möchte eigentlich speichern. Ich glaube, man speichert, wenn man schläft. So, ich wollte noch mal gucken. Moment. Mit C war das. Ich hab irgendwas. Wir haben hier die Lupe. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Jo, da ist Blutegel. Damit. So. Wir laufen jetzt rüber. Weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, unsere einzige Möglichkeit sammeln. Überleben ist, hier wegzugehen. Hier ist nicht genug auf diesem kleinen Fleck, um uns großartig am Leben zu halten. Gehen wir jetzt rüber in den Dschungel, I guess. Noch eigentlich darüber gehen. Ich glaube, darüber ist die richtige Richtung. Ja, ich glaube hier rüber. So. Wir brauchen Wasser, wir brauchen ganz viel Proteine, haben wir aber theoretisch dabei. Da schreit ein Tierchen rum. Hört sich nach Kapibara an. Wunderschöne Blümchen hier. Eine Ratte, eine Maus, keine Ahnung. Das hier nehmen wir mit. Das ist irgendeine wichtige Pflanze, ich weiß nicht mehr, was die macht. Ist das Tabak? Ne, unbekannt, okay. Keine Ahnung, was die macht, weiß ich nicht mehr. Aber immer mitnehmen, wenn man kann. Wichtig. Aber wir nehmen auf jeden Fall auch Seile mit. Ansonsten weiß ich nicht mehr, was wir machen müssen können. Das sind noch unsere Pilzfreunde. Ja, ist jetzt gut, Ratte, wir haben es verstanden. Da ist nochmal, da ist eine andere noch. Ein Geräusch. Schleichen. Ein Armadillo. Da
Werden wir aber nicht hinkriegen. Lustig. Süßes Tierchen. Aber falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit irgendwelchen Dingern gucke, oh, die nehmen wir auch mit. Orangen! Orangen! Oder? Moment, das sind keine Orangen, oder? Ich habe hier was Froschiges gehört. Oh. Fallgiftfrösche, da lasse ich die Pfoten von. Das auch, da lasse ich auch die Pfoten von. Lass mir hier so ein bisschen rumgehen. Bisschen Stuff sammeln. Halbwegs guten Spot finden, wo man vielleicht mal so seine in Anführungsstrichen richtige Base bauen kann. Was gegen Parasiten finden. Ganz wichtig. Oh. Schlange gehört. Da. Böse. Wie würde uns das Knick brechen jetzt? Das Vogelnest. Feder. Okay. Jetzt gerne so langsam einen Wasserspot und einen Unterschlupf. Das? Eine Nuss. Keine Ahnung, was sie macht. Weiß nicht mal, ob die gut oder schlecht ist. Das ist ein Armadillo. Chill Armadillo. Großer Setzkasten haben wir jetzt. Die Nuss entdeckt, okay. Ach, guck mal hier. Perfekt. Doof ist, das sieht ziemlich dreckig aus. Ist das dreckig? Ne, es ist unsicher, okay. Krebs, meins. Ha. Safe erstmal. Oh, der Wasserpilze, lol. Au, was war das? Was war das? Da war irgendwas im Wasser. What the fuck? Was war das? Nochmal Pilze. Die Pilze habe ich nämlich gesucht. Ich brauche ganz dringend das hier. Das sind Essen. Antiparasitenpilze. Ich nenne sie jetzt Antiparasitarius. Essen. Damit sind wir unsere Parasitenkollegen los. So. Damit geht es uns insgesamt relativ okay. Wir müssen aber leider noch mal was trinken. Hat uns nichts getan. Waschen möchte ich mich auf jeden Fall auch noch mal einmal. So, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Unterschlupf. Ganz dringend. Was? Kokosnuss, geil. Die habe ich gesucht. Will ich hier unten bleiben? Ich weiß es gar nicht. Will ich hier oben bleiben? Ich bleib hier oben. Das ist jetzt meine Base hier oben. Das hier? Ach, so ein Krebs noch. Nein, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Gut. Dann hier oben ganz wichtig wieder. Kleines Feuer gerade nicht. Plattform gerade nicht. Das hier. So ein Unterstandbau könnte ich da drauf runter vielleicht ein Feuer bauen. Ich glaube, das funktioniert aber noch nicht. Auf jeden Fall eine Hütte. Hier kommt man hoch. Zack. Oh Scheiße, ich sterbe. Kann nichts gegen machen, ich sterbe. Nee, kann ich nichts gegen machen. Okay, mein. Irgendwas geht jetzt gerade hoch, das ist gut. Das nutze ich direkt mal aus. Wenn ich einmal schlafen kann, könnte es mir vielleicht helfen. Ich brauche hier einen großen Stock. Einen großen Stock brauche ich. Irgendwas, was ich fällen kann. Vorsichtig laufen, jetzt nicht kopflos agieren. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Mano!
Die Fell? Ja. Dann fäll ich die jetzt. God, I'm thirsty. Wie willst du denn thirsty? Au, au, au! Willst du denn bitte thirsty sein? Du bist nicht thirsty. Holzscheite? Nur Holzscheite, scheiße. Meine an sich geil, aber bringt mir gerade nichts. Hm. Ah, fuck, na, scheiße, ich hab's nicht gesehen. Oh ja, dabei. Geil, beißt nur zweimal. Ah, fuck. Kommen die her? Die war doch gerade noch nicht da. Okay, wir sind tot. 100%. Glück habe. Muss auch schon viel Glück sein. Kann ich das Ding noch bauen? Boah, echt viel, viel Glück. Und vor allem noch einen zweiten langen Baumstamm. Ich würde da, glaube ich, tatsächlich Hesperonis oder irgendwas anderes nehmen, was Fische instant tötet. Ich glaube, ohne KDB-Mod machen das aber tatsächlich nur die Enten. Den hier noch. Baum geht kaputt. Stupid piece of shit. Scheiße, okay. Das war's. Das war es, das war es. Stimmt, die Vögel auch. Gut, dann werde ich mich jetzt hier hinstellen und so tun, als wäre das ganz normal, dass ich jetzt hier sterbe. Ist so krass, wie schnell man hier einfach stirbt im Spiel. Die Kokosnuss ist despawned. Oh nein, oh nee, da ist er. Ich will nochmal hier nebenlegen. Und da. Nicht? Na komm, stirb. Ich habe auch schon wieder einen Igel. Es macht keinen Sinn, als irgendwas zu machen. Wir sterben sowieso. Wir haben 4 Gift. Also. Hm. Tschüss. Spiel. Ah nein, man. Okay, man startet nicht einfach so neu. Man. Speichern. Alles klar. Irgendwie im Kopf gehabt, dass es Autosaves gibt.